Während ihr das seht, ich meine, wir sind live und sie bloggt das Ganze. Ja, für dich. Diese was los? Diese was los? Hier könnt ihr das dann sehen. Meeting beim Open Air Frauenfeld läuft auf jeden Fall immer total professionell ab hier. Ich immer auf meiner Seite und. Then I'm a motherfucking PRMP. Was geht ab, Freunde? Hier ist Roos und ihr seid hier auf Roos World. Freunde, neuer Blog am Start. Und zwar nur ganz kurz, bevor es losgeht. Ich war in der Schweiz, in Zürich gewesen mit unserer Helene, ihr wisst, Helene von hiphop.de, bin zusammen dahin geflogen und zwar haben wir fürs Frauenfeld, ihr wisst ja, wir moderieren Frauenfeld, yeah! Jetzt bald, das ist ja schon in zweieinhalb Wochen ist es ja schon, Freunde. Und wir haben dafür einen Trailer gedreht, also die Jungs von Frauenfeld, die Jungs und Mädels von Frauenfeld haben einen miesen Trailer gedreht und ja, Freunde, ich würde sagen, zieht euch den Trailer rein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so broke bin, Freunde. Ja, ein Tag Zürich macht dich broke. Ja, ihr werdet gleich sehen, warum ich für einen Shake 6 Euro bezahlt habe. 8 Franken, 6 Euro. Ja. Auf jeden Fall muss ich einen Kredit aufnehmen. Mein BAföG kann ich jetzt leider nicht mehr zurückzahlen. Also, liebes BAföG-Amt. I owe you. Ab geht's in die Schweiz, Freunde. Boah. Ich habe nur 2 Stunden gepennt, habe für euch die Was-Los-Folge fertig gemacht mit PA und die mit Sinan, die ist online, die werdet ihr gleich sehen. Ich muss jetzt in die Schweiz, nach Zürich, wir sehen uns da. Hier die Anlage. Hoffentlich ist mein neuer Koffer nicht schon wieder im Arsch. Der dritte Koffer dieses Jahr schon. Schnell meinen Fahrer anrufen. Dann zum Meeting. Öffnung ist auf der anderen Seite. Ich gehe meinen Koffer holen, dann sehen wir uns gleich. Diese. Da sind wir! Switzerland! So, jetzt drehen wir auch schon die Trailer hier fürs Frauenfeld. Ihr wisst ja, ich bin einer der Moderatoren hier. Helene ist oben. Und tatsächlich drehen die mich in echter Pose. Das heißt, die nehmen mich auf und ich mache das, was ich immer mache. Klar, klar, schmeiß weg. Da ist der ganze Wagen. Ist so ein bisschen. Der kennt ihr noch? Ja, 80-mäßig. BA Barrackos. BA! Ich glaube, ich habe einen Plan. Hauptsache nicht bei uns in die Kamera gucken, ansonsten ja. Kannst du machen, was du willst. Wir laufen. Yes, Leute, ich bin hier am Bus bei Frauenfeld. Genau, wir machen jetzt diese Trailer mit dem Bus und ich werde original aufgenommen, während ich das hier aufnehme. Das ist eine Inception, eine Aufnahme in der Aufnahme. Yes. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, weil die Haare sind total scheiße, aber ist egal, in der Kamera sieht man das nicht. So sieht der Bus aus. Hier ein mieses Crow-Sign. Ja. Ja, natürlich hier so. So, soll ich den Arm wechseln, sonst versperre ich mir die Sicht, wa? Jetzt wechseln die noch ein paar Stative. Wir haben verschiedene Aufnahmen. Es soll in super Slow-Mo sein. Ich muss die Haare ein bisschen in den Griff kriegen. Aber in super Slow-Mo sieht man immer gut aus, egal wie. Nein. Wir sind fast überfahren. Nicht überfahren, bitte. Der ein Chikuchenko der modernen Art. Ich bin fett, versuche meine Wampe nicht zu filmen. Oh shit, ich muss los. Da ist der Fluchtfahrer Chris. Ein, zwei Banken müssen wir noch. Sollen wir Banken ausrauben? Oder? Banken ausrauben. Oder lohnt sich nicht Daten-CD bei euch? Daten-CD? Ist kleiner, kann man besser verkaufen und man ist legal dann. Daten-CD importieren, Gold exportieren. Hochladen bei WeTransfer. Frau Merkel, wir schicken einen WeTransfer-Link. Ich
Cool. Kommen Sie. Los, Chris. Los. Mach mal noch die Tür dazu zu. Lass da. Okay. Ich gebe dir noch ein Schnittmaterial, Bro. Wie damals in Hollywood. Okay. So, dann rein. Ich bin fett, versuche meine Wampe nicht zu filmen. Während ihr das seht, ich meine, wir sind live und sie vloggt das Ganze. Ja, für dich. Diese was los? Diese was los? Okay, könnt ihr das dann sehen? Ich habe den ganzen Tag heute gevloggt, wir haben ja nicht mehr haben über die Moderation gesprochen, welche Künstler los sind, wie das. Also die Musik muss auf jeden Fall lauter sein. Hä? Lauter! Das gehört. Machen diese Party! Party, Party, Partisan! Der ultimative Simon! Der ultimative Ballo! Ich bin ja einfach. Was war's? Ja? Warte, ich probier auch. Ich treffe euch! Meeting beim Open Air Frauenfeld läuft auf jeden Fall immer total professionell ab hier. Wo ist die Musik? DJ, wo ist der DJ? Oh, I don't know what you heard about me. Ich geh mal auf meiner Seite und. That I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. Textsicher diese. Ja, ich höre kein 50. The Man. Was? Wow, sehr, sehr Hip-Hop war das. Ja, ich bin einfach ein Hip-Hop. Ja. Okay, was hast du mit Rap zu tun? Ich kann Gangzeichen sehr gut machen. Zeig mal, was ist dein schönstes? Das ist mein bestes Gangzeichen. Das ist die feuerspuckende Antilope. Wow. Die ist aus Luzern. Digi, die ist krass. Ja, das ist unser Schweizer, unser Quotenschweizer ist das. Guck, ich sterbe auch als erstes immer. Sieht man auch an dem Bart, dass er Schweizer ist. Das ist der Schweizer Bart hier. Guck. Ey, hier sind schon mal zwei Videos. Geil, das ist doch Inception hier, oder? Wenn Kamera in Kamera. Das ist eine Snapchat-Video. So, Freunde, ein nice Meeting gehabt mit Jens, mit Daniel und Joachim. Auf dem Weg zum Flughafen, Freunde. Yes, yo. Er hat eine fesche grüne Brille an. Geil. Ja, perfekt. So. Schweiz, Schweizerland. Ja, perfekt. Ja, alles gut. Musik, kannst du kurz einen Fokus drauf legen, dass ich auf einem Kindersitz sitze? Weil mein Koffer hat. Wir haben keinen Platz in diesem Auto. Man muss wissen, das ist ein Tschikotschenko. Man sieht das schön. Ja. Dankeschön. Der Koffer ist größer als sie. Ja, ist auch normal. Hey, Frau muss hinten sitzen am Herd und alles. Du weißt doch, wie die Regeln sind. Wofür bin ich Muslim? Irgendwas muss es doch Vorteile haben. Wofür bin ich Muslim? Ja, bis gleich, Freunde. So, Freunde. Da, einen schönen neuen Sticker auf meinem weißen Koffer. Jetzt sieht er auch wieder noch menschlich aus. So, Helene fliegt weiter nach Leipzig. Ich fliege jetzt weiter nach Berlin. Und sie fliegt ein bisschen A66. Von A66. Wo muss ich? 666. Wien. Ich muss nach Tegel, Berlin. Berlin, da ist meine. Ich muss hoch zum Check-in, ne? Also man kann auch geradeaus zum Check-in. Ja, aber ich muss ja nicht einchecken. Nee, du nicht. Du musst Abflug alle Gates. Ah, okay. Ich komme mit, mein ja? Check. Ich kann auch geradeaus zum Check-in gehen. Ich weiß noch nicht, wo mein Ticket ist. Da musst du einfach zum Check, dann gibt er dir ein neues. Ja, aber... hier. Ich weiß gerade auch nicht, wo meiner ist, aber... So, Freunde. Helen ist weg. Die musste über Frankfurt fliegen. Das heißt, die hat einen Wechsel. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich bin, Alter. Ich muss ja eher Berlin eigentlich. Ich sitze natürlich auf dem Boden wegen Strom. Mein Handy hat gar keinen Strom mehr. Und Fliegerverspätung, deswegen denke ich mal, dass ich jetzt Laptop auspacke und eine Was-Los-Folge weiterschneide. Dann kann ich gleich. Ja, wenn ich in Berlin ankomme, direkt mal durchpennen. Boah, hier ist alles so teuer in der Schweiz, ne? Das Ding 6 Euro von so einem scheiß Automaten. Gott sei Dank habe ich Kreditkarte dabei. Ich habe ja keine Franken. Fast doppelt so viel wie bei uns irgendwie, ey. Was ist das? Warum? Ja, nee, warum?
same. Time for change, time to wise up. New game, take aim, time's up. We keep grinding and keep shining. My mind's on point, I'm like a diamond. Follow me like my name was Simon. I'm where the drama is, sirens and violence. Youth in the hood, they need the guidance. For my late homies, moment of silence. Come on, y'all, it's time to rise up. Get your hands up. We taking over the game. And if you're looking for change, I suggest you do the same. Come on, y'all, it's time to rise up. Get your hands up. We taking over the game. And if you're looking for change, I suggest you do the same. Come on, y'all, it's time to rise up. Get your hands up. We taking over the game. And if you're looking for change, I suggest you do the same. Freunde, so, da sind wir wieder. Das war mein Flug, einen Tag hin und zurück geflogen. War auf jeden Fall sehr stressig, natürlich Arbeit, Arbeit, viel Spaß auch gehabt. Aber das muss sein, das muss sein. Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Erstens, wie gefällt euch der Trailer? Ne? Zweitens, seid ihr dabei am Traumfeld? Viele von euch fragen mich ja, ey, wo bist du denn in der Festivalsaison und so weiter, wo wirst du sein? Ja. Frauenfeld bin ich definitiv und zwar auf der ganz großen Bühne mit einem Mikrofon, während ich das Intro kurz halte. Die werden das noch bereuen, mich auf die Bühne zu lassen und mir auch noch ein Mikro zu geben. Freunde, ja, wenn die wüssten, ich halte das Intro kurz, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen, Gangzeichen, wie immer, Roots World abonnieren. Ja, like dieses Video, wenn ihr Frauenfeld liebt und schreibt mir, achso ja, pass auf, wenn ihr noch Karten braucht fürs Frauenfeld, ich sage euch, es sind noch Karten am Start, kaufen, es lohnt sich. 3 Tage lang, mieses Line-Up, ja, und schaut einfach mal bei hiphop.de vorbei, drüben auf dem YouTube-Channel von hiphop.de, es wird immer mal wieder was verlost, so auf, vielleicht auf letzten Drücker drücken die wieder ein paar Karten aus, aber ich sag mal so, Gewinnspiel hin oder her, Freunde, es lohnt sich diese, Freunde, meine Haare machen Welle, Gangzeichen, ich bin raus, danke fürs Zuschauen, Grüße an das Frauenfeld-Team.